Hi, ja, ich bin Bruno, 19 Jahre alt, wohne in Minden-Dützen, bin zur Realschule Käthe-Kollwitz gegangen in Heverstedt. Ja, jetzt bin ich hier schon im zweiten Ausbildungsjahr. Warum ist es ein technischer Ausbildungsberuf geworden? Ich weiß auch nicht, das liegt mir irgendwie schon seit längerer Zeit so, auch immer im Keller ein bisschen geschraubt mit Vattern. Ja, und ja, bin ich eigentlich begeistert von. Worum geht es in deinem Job? Ja, auf jeden Fall sieht man ja hier schon ein bisschen. Aufbauten, Schubböden, Reparaturarbeiten oder auch Neubauten. Also im Moment bin ich im zweiten Jahr und da gibt es zwei Berufsschultage. Das ist im Moment Mittwoch und Freitag. Montag, Dienstag und Donnerstag komme ich halt hier hin. Was ist das Coolste an deinem Job? Das Coolste, ja, dass viel Abwechslung ist. Immer was anderes, man macht nicht jeden Tag das Gleiche. Und ja, auch verschiedene Auflieger und verschiedene Autos, sowas. Hast du schon besondere Freiheiten oder arbeitest du nur auf Anweisung? Nee, es gibt auch eigenständige Arbeiten. Also dann kriegt man halt eine Aufgabe und man muss sich selber ein bisschen da durchkämpfen. Aber das ist auch, wenn man Fragen hat, die Leute helfen einem direkt. Da gibt es gar keine Probleme so. Wie ist das Betriebsklima bei Wiese? Wie gehen die Leute mit dir um? Auch alle super nett, wenn man sich so ein bisschen versteht mit denen. Ja, man muss halt auch mal einen Spaß mitmachen so.